so, okay. Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Zuerst möchte ich etwas sagen. Und ganz offen, und weil unsere Shiur ist auch in die ganze Welt gesehen von sehr vielen Leuten, wenn es mir etwas am Herzen liegt und Gott gibt mir die Klarheit, diese Sache auszusprechen, sage ich das. Und ich sage das deutlich und klar. Es wird nicht gebetet zum Gott mit Smartphone. Es wird nicht zum Gott gebetet mit einem Telefon in der Hand. Es gibt Leute, ich komme gerade vom Gebet, und ich habe gesehen, Leute, sie haben in der Hand Smartphone. Nicht, dass sie in dem Gebet was anderes gucken und Gott behüte, Gott bewahre. Ich bin überzeugt, dass sie gucken nur den Text von dem Gebet, und nicht sollen sie kaufen noch in Rewe zwei Kartoffeln für Abendessen von ihrer Frau oder wie auch immer. Aber ich will auch erklären, warum. Einfach zu sagen, nein, es ist heute unklar, warum. Wenn es gibt ein Smartphone in der Hand, kann man, die ganzen Gebete sind drinnen, die Leute sind glücklich und sie sagen, es ist sogar praktisch und es ist schön. Und die Gebete sind groß und manchmal gibt es auch Erklärungen. Deshalb will ich erklären, warum und wieso und weshalb. Am liebsten zu beten ist ohne nichts in der Hand. Wenn einer steht vor einem König, steht er doch ohne nichts in der Hand. Deshalb, wenn einer hat eine Tasche und er will beten, er muss die Tasche nebenan legen. Geht nicht zu beten ohne Tasche, mit Tasche, mit Rucksack. Du musst alle Sachen beseitigen. Telefon ausschalten. Soll dir nicht in Zeit von Gebet vibrieren oder... Stell mal vor, du erwartest jetzt eine wichtige Nachricht von deinem Chef. Und du, auch wenn du konzentriert und du nicht guckst, aber vielleicht wird er anrufen. Und dann, wenn du erst tätätä oder irgendeine Bemerkung, vielleicht ist was... Und dann deine ganze Frequenz ist weg vom Gebet. Das heißt, in der Hand darf man nicht halten beim Gebet. Nummer zwei. Smartphone ist nicht heilig und er kann auch nicht heilig werden. Ich gebe ein Beispiel. Wenn einer betet, jetzt Shmona Esre, das zentrale Gebet, wo darf man nichts bewegen, und in die andere Seite vom Zimmer ist runtergefallen ein Gebetsbuch, ein Sidur, meine Aufgabe ist, meinen Platz, wo ich stehe wie ein Engel, wegzugehen und diesen Sidur aufzuheben, dieses Gebetsbuch, und zu geben einen Kuss. Was passiert, wenn ein Smartphone ist gefallen? Ich darf nicht gehen, soll ich nicht bewegen von meinem Platz. Smartphone ist nicht heilig. Smartphone ist ein technisches Gerät, wie jeden andere Gerät, die gibt es in dieser Welt. Dieses Gerät an sich ist nicht heilig. Nummer 3. Wenn der iPhone ist kaputt, schmeißt man dieses iPhone in Mülleimer. Wenn ein Gebetsbuch ist alt und kaputt, legt man in eine Tüte und bringt man in den Friedhof und es wird beerdigt. Und da deine Gebete bleiben für ewig da. 3, haben wir gesagt, es geht in Friedhof, deine Gebetsbuch. Dein Smartphone geht in Mülleimer. 4, Smartphone ist ein säkulares Gerät. Es ist ein Wochentaggerät. Es ist ein Gerät von weltlichen Anregungen. Und wenn du kommst und du willst Gott begegnen, nimmst du noch dazu, in die Synagoge, im Gotteshaus, so wie Achashverosh sagt zu Haman, du willst meine Frau bei mir zu Hause noch beherrschen? Hast du schon verloren alle Rahmen von Gesetze? Also das ist die erste Einführung, dass ich sagen wollte, soll man bitte beten wie früher, von einem Gebetsbuch. Was passiert, wenn unsere Kinder kommen in eine Generation in die Synagoge und sie sehen, alle Leute stehen mit Smartphone. Was wird sein mit unserer Glaube? Was wird sein mit unserer Tradition? Deshalb die alle, die das hören und sie sehen, einer, der betet mit Smartphone, sollt ihr sagen, wir haben gelernt in Shiur, dass mit Smartphone wird nicht gebetet. Smartphone ist ein Telefon, ist eine gute Sache, kann auch positive Sachen sein. Und solange er beherrscht dir, du sollst wissen, du bist süchtig. Das ist eine Sache, aber das ist nicht unser Thema. Ich wollte das nur vom Herzen befreien.
Und weil ich weiß, es gibt auch viele in der Welt, die das sehen, dieser Appell lege ich zu. Okay, zweite Einführung. Es gibt im jüdischen Kalender 5 Schriftrollen, die wir lesen. 5 Schriftrollen. Eine am Pesach, eine am Shavuot, eine am 9. Av, eine am Sukkot und eine am Purim. Wie heißen diese 5 Schriftrollen? Die erste heißt Hohelieder. Das liest man am Pesach. Die zweite am Shavuot heißt Rut. Die dritte am Tisha B'Av heißt Echa, Klagelieder. Und am Sukkot wird gelesen Klagelieder. Und am Purim wird gelesen Schriftrolle Esther. Von diesen alle 5, wer ist die populärste, die alle lesen? Ich habe schon gehört 3 Antworten. Das ist sehr süß. Wer hat gesagt Esther? Ihr habt recht. Esther ist die populärste in alle Strömungen, in alle Generationen, überall in der Welt, liest man am Purim Schriftrolle Esther. Kol HaKavod, die erste Schriftrolle, die bekannt, und man schreibt auch auf eine Schriftrolle. Und es gibt sogar einen Segensspruch, Likro Megillah, zu lesen eine Schriftrolle, das ist am Purim. Nach die populärsten Esther, die kommt als Nummer 1. Was kommt Nummer 2? Dan Shir HaShirim. Warum? Weil Shir HaShirim meistens alle Juden sagen das am Pesach. Die sephardische Juden und die Kabbalisten, sie lesen das jeden Freitagabend. Und sie nennen Gott mit einem anderen Namen. Sie nennen Gott in diesen Hohelieder Dod. Dod. Dod, Onkel. Welchen noch einen Namen kann man schreiben mit diesen 3 Buchstaben? David. Sehr gut. Habt ihr gesehen? David, Dod. Warum heißt David David? Weil das ist dasselbe Wort von Dod. Ein Onkel ist immer derjenige, der gibt Geschenke, der liebt. Onkel ist eine gute Sache. Wenn einer hat einen guten Onkel, ist er glücklich. Also, immer wenn man sieht, ein Mensch, der verteilt Bonbons in die Synagoge, was sagt man den Kindern? Sag gut Schabbes dem Onkel. Also, der Onkel ist immer so ein gutes Wesen, der gibt. Also, erste Schriftrolle, Esther. Zweite Schriftrolle, Hohelieder. Dritte, was wir alle lesen? Nein? Echa, Klagelieder. Sehr gut. Und jetzt kommt die vierte, Ruth. Und wenigsten wird gelesen, Kohelet, Prediger. Okay. Ich beginne jetzt über Ruth und allgemein mit Einführung über Namen. Namen ist ein geistigen Personalausweis. Das ist dein Name. Deine geistigen Personalausweis. Wie heißt du? Shlomo. Wie heißt du? David. Wie heißt du? Sarah. Dein ganzen Person, dein ganzen Namen. Namen ist Omen. Du willst wissen, was du bist? Du bist dein Name. Du willst wissen, was ist deine Lebensaufgabe? Dein Name. Wenn ein Mensch schläft und man will ihn aufwecken, dann soll man ihm morgen früh nicht sagen, Herr Raskin, steh auf, sondern Shlomo. Man sagt seinen Namen, weil sein Name schenkt ihm Kraft. Wenn man will jemand töten und seine Energie in dieser Welt verschwächen, soll man sagen, dieser Typ da, diese Person da. Also wenn du hast eine in Familie, deine Familie, immer wenn man will in Torah jemand seine Energie kaputt machen, man sagt nicht seinen Namen. Wenn die Brüder von Josef haben gegen ihn Hass, sie nennen ihn der Träumer. Wenn die Brüder von Shaul und Jonathan sitzen am Tisch, Shaul hat Probleme mit David, sagt er, wo ist der Sohn von Ishai? Er sagt nicht mal dem Wort David, weil er weiß, wenn er sagt David, David bringt Kräfte. Also er nennt ihn nicht. Also wenn du jemand sagt, diese Dings da, diese Rabbiner da, diese Gemeindevorsitzende, und du sagst nicht seinen Namen,
Hast du mit ihm ein Problem? Hast du mit ihm Schwierigkeiten? Wenn du sagst, du willst über jemanden erzählen, du sagst, unsere Rabbine Rav Chaim, okay, hast du gesagt den Namen, okay, da kannst du sein Pro, kannst du sein Contra, aber hast du mindestens den Namen gesagt, Chaim bedeutet Leben. Hast du ihm gegeben Energie in seinen Namen, okay. Auch wenn die Leute vom Gefängnis von Josef kommen hoch und sie sagen, Paro, das gibt's eine in Grube. Wie erzählen sie das, Paro? Was sagen sie? Bei uns im Gefängnis gibt's irgendeine jüdischen Knabe, Nar Ivri, irgendeine Hebräer bei uns. Ihr seid mit ihm 2 Jahre im Gefängnis. Der hat doch einen Namen, Josef. Sag doch Josef. Nein, nein. Wenn wir sagen Josef, der Mann kriegt Licht. Der kriegt Kraft. Und manchmal Paare haben miteinander wenig Liebe, weil einer nennt dem anderen Schatzi, Matzi und Patzi. Und Schatzi, Matzi und Patzi gibt nicht Energie zum Seele. Es gibt Energie zu der Wand. Es ist gar nichts. Namen ist ein Name, den man sagen soll. Du kannst sagen dem Namen plus mein Schatz. Du kannst sagen dem Namen plus mein Schatz. Willst du sagen mein Schatz? Sag mein Schatz. Mein Honig, mein Honig. Mein Achterbahn, mein Achterbahn. Sag, was du willst. Aber sag dem Namen. Weil der Name ist das Wichtigste. Okay. Wir sehen in die Tora, dass Namen spielt eine große Schicksal und große Rolle. Abraham hat keine Kinder. Nur eine Buchstabe, Abraham, bekommt er ein Kind. Sarai muss nur eine Buchstabe ändern, von Sarai zu Sarah. Warum? Weil Frauen ohne He in ihren Namen haben Schwierigkeiten, Möglichkeiten mit Fruchtbarkeit. Wir sehen, dass alle Frauen, die haben He in ihren Namen, haben Kinder. Chava, Sarah, Rivka, Lea, Rachel, ups, keine Kinder. Wer bekommt Rachel? Wie heißt ihre Mägde, die sie hat bekommen? Lea hat bekommen die Silpa. Bila. Wie viele Hey gibt es bei Bila? 2 Hey. Bil, Hey, Hey. Bil, Haha. Warum Bil, Haha? Weil Bil, Haha, Hey, Hey. Wir schenken Rachel noch eine Hey. Und dann wird sie ihren Namen bekommen. Rabbi Meir steht in Talmud, hat gefragt einen Mensch, wie heißt du? Und er hat ihm gesagt, den Namen. Und gleich hat er gewusst, alles auf den Mensch, auf dem Stirn, durch seinen Namen. Er hat gewusst, in jedem Buchstabe, gleich die Kontrolle über den Mensch. Gleich er hat gesehen, seine Eigenschaft, seine Persönlichkeit, weil in heiliger Sprache, jeden Namen ist göttlich. Die Älteren sind Mini-Propheten mit ihren Namen zu ihrem Kind. Sie glauben, sie haben gehört ein schönes Lied im Radio, Nathalie. Und darum heißt die Mädel Nathalie. Aber wer hat das gebracht? Soll man komponieren diese Lieder und soll werden Nathalie? Gott. Und die Tatsache, dass ihr wollte diesen Namen, wollte Gott. Ich gebe ein Beispiel. Es war in Israel eine Geschichte, eine fromme Familie in Shaarei Tzedek, religiöse Leute. Bei religiösen Leuten ist ein Brauch zu geben, dem Namen von den Kindern nach die verstorbenen Oma und Opa. Zum Beispiel, ich heiße Shlomo, nach meiner Elternseite, dem Opa von meinem Vater. Shlomo Raskin, Rav Shlomo Raskin, war, als ich bin geboren, es war von meinem Vater, eine große Ehre weiter, sein Großvater durch mir zu verewigen. Und deshalb, Shlomo Raskin, ist für mich eine große Ehre und Verantwortung, dass ich trage diesen Namen von Shlomo Raskin, der hat noch gesehen, dem Rebben Rashab in Russland. Für mich ist es eine große Ehre. Es war eine fromme Familie in Israel. Sie haben verloren einen Opa, der heißt Eliezer. Eliezer. Und sie haben gesagt, beim ersten Kind geben sie diesen Namen. Beim ersten Kind ist geboren ein Mädel. No, passt nicht. Beim zweiten, sie haben schon gehofft, dass kommt eine Junge. Was kam? Ein Mädel. Beim dritten haben sie noch gehofft.
Und Gott hat sie geschenkt, was? Ein Mädel. Beim vierten, dann haben die Älteren entschieden, dass Hey ist ein weiblicher Name. Genauso wie man kann machen von Alexander, Alexandra, und von Dan, Dana, und von Josef, Josefa, und von Michael, Michaela, und von Daniel, Daniela. Kein Problem auch zu machen von Eliezer. Eliezer. So wollten sie. Gut. Vierte Mädel hat bekommen einen Namen, Eliezer. Die Eltern waren glücklich. Sie haben zu Hause endlich den Namen von dem Opa. Und da beginnt die Geschichte. Beim fünften Kind, was kommt? Ein Bub. Und da denken die Eltern, Mensch, wir haben zu Hause Eliezer, aber wir haben nicht Eliezer. Wir sollen geben Eliezer. Aber was macht man jetzt? Man gibt doch nicht in eine Familie zwei Namen. Wenn in eine Familie gibt schon Josef, Josef ist schon besetzt. Geht nicht in Familie noch einen Namen. Man achtet sogar nicht zu heiraten einen Partner mit demselben Namen von deinem Papa oder nicht Partnerin von demselben Namen von deiner Mutter. Und noch einen Namen in Familie mit demselben Namen nimmt den Fokus von jemandem weg. Es ist nicht gut, es ist nicht gesund, das macht man nicht. Und sie haben nicht gewusst, was zu tun. Dann haben sie geschickt eine Frage zu einem großen Posek. Wie heißt diesen Posek? Eliezer Waldenberg. Kein Zufall, der heißt auch Eliezer. Und sie haben gefragt, was sollen sie machen jetzt mit dem fünften Kind? Sie haben schon Eliezer zu Hause. Was glaubt ihr, was hat er geantwortet? Nun, wenn ihr muss jetzt entscheidend treffen, was beratet ihr diese Familie? Soll er so heißen? Eliezer der Zweite. Eliezer der Zweite? Neuer Name. Sie sagen neuer Namen. Gibt es noch eine Möglichkeit? Sie sagen Eliezer. Vielleicht eine Umstellung von diesem Namen, Eliau oder... Nein, Eliau ist wieder nicht Eliezer. Ja? Der Mädel einen neuen Namen geben. Wie? Der Mädel die Mädel einen neuen Namen geben, auch eine Lösung. Ja, aber warum? Die Mädel ist schuldig. Das, Moment, ihr wieder alles auf der... Ich vertrete jetzt die Frauen. Warum, wenn man wieder eine Junge... Eliezer machen, soll man nehmen ein arme Eliezer, die ist verbunden jetzt mit dem Opa und ihren Namen kaputt machen. Und wenn man sagen, die Mädel später, weißt du, als du bist geboren, du warst Eliezer. Und jetzt dein Bruder ist gekommen, Eliezer, und du bist geboren, Rivka. Hallo, hallo. Deshalb, wenn man etwas weiß, man nicht was zu tun, das wollte ich auch beweisen, fragt man eine Posek Halacha. Posek Halacha bedeutet, einer, der lernt Torah, und durch die Torah kann er dem Antwort geben. Rav Eliezer Waldenberg hat gesagt, Eliezer ist ein anderer Name als Eliezer. Weil Eliezer hat ein Hey und Eliezer hat kein Hey. Und für ein Mädel, ein Name Eliezer mit ein Hey, ist ein guter Name. Und für die Junge, ein Name Eliezer ist ein guter Name. Das heißt, ihr spürt schon, dass jeden Namen ist was Besonderes. Wie nennt man, wenn einer sucht für seinen Freund etwas von Word, irgendein Dokument? Wie nennt man das, ich suche für dir das Dokument? Was machst du momentan? Du willst dem Dokument? Nein? Noch ein Wort zu hochladen? Hervorrufen. Stimmt, sagt man hervorrufen oder sagt man nicht? Aufrufen. 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 Gut. Aufrufen. Gut. Was ist Aufruf? Wenn ein Mann heiratet, eine Schabbat vor seiner Hochzeit, was wird mit ihm? Aufruf. Was ist Aufruf? Man ruft ihn zu Torah. Was bedeutet Aufrufen zum Torah? Man sagt seinen Namen laut. Warum sagt man seinen Namen laut? Weil vielleicht sein Leben war bis heute daneben. Und jetzt, eine Schabbat vor der Hochzeit, man will ihm eine Geschenke. Und in dem Moment, wo man sagt seinen Namen laut, das heißt Aufruf. Man sagt seinen Namen von dem Chatan, von dem Bräutigam, und man sagt, wie er heißt, und man sagt, Yamod Moshe Chatan. Also Moshe kriegt jetzt durch den Aufruf Kraft zu seinem Leben. Okay. Heute in der Welt gibt es viele nicht normale Menschen, die ihren Namen ändern.
Warum? Weil sie haben nicht gelernt Torah. Und wenn Leute lernen nicht Torah, die sind nicht ganz stabil. Und sie glauben, dass Namen ist Socken. Und dass man kann Namen ändern. Und die Torah zeigt uns, dass Namen soll man nicht ändern. Namen ist eine Mini-Prophezeiung von deinen Eltern und von Gott. Und deshalb heute gehen wir lernen, nur dem kabbalistischen Namen von den Leuten, die werden genannt in Schriftrolle Ruth. Und wir werden das so tun, durch die Geschichte. Und deshalb werdet ihr spüren heute, wie jeden Namen hat eine Klarheit von Definition. Was heißt sie? Wir beginnen mit dem ersten Mensch in Ruth. Wie heißt der erste Mensch, der erste Name in Ruth? Wer? Elimelech. Elimelech heißt, zu mir kommt die Königschaft. Elai Melech. Elai Melech bedeutet, zu mir, zu meinen Nachkommen, zu meinen Samen, egal wie, wird Königschaft von David rauskommen. Und von Elimelech, wer kommt von ihm zum Schluss? David Amelech. Das heißt, nicht durch ihn direkt von seinen Söhnen, weil seine Söhne haben Samen nicht hinterlassen, aber in dem Moment, wo später Boas hat geheiratet, mit, er war Verwandtschaft mit Familie, er hat gebracht die Samen von Familie zurück durch Wiedergeburt. Was heißt das? Es gibt ein Gesetz im Judentum, die klare Qual, dass es gibt Wiedergeburt in dieser Erde, ist ein Gesetz im 5. Buch Moses. Steht geschrieben, wenn es gibt zwei Brüder, einer ist verheiratet und der zweite ist nicht verheiratet. Und der verheiratet, hat keine Kinder und leider gestorben. Es ist eine Pflicht, dass der jüngere Bruder oder der ältere Bruder, egal, aber der Hinterbliebene, der Single, muss heiraten die Witwe, seine Schwägerin. Und diese Schwägerin darf er nicht am Leben heiraten. Das heißt, nehmen wir an, der Bruder lässt seine Frau scheiden. Nach die Torah darf der Schwager nicht die Schwägerin heiraten. Verbot. Verbot. Warum ist es ein Verbot? Weil die Menschen werden sagen, sie ist geschieden, weil der Bruder hat schon mit ihr in die Ehe so ein bisschen rum zerschlappert. Also der hat sie schon angeredet, wenn sie waren noch zusammen. Sagt die Tora, hallo. Geschieden soll jemand heiraten, nicht der Bruder. Auch wenn der Bruder ist ganz nett und ganz sympathisch, er darf nicht seine Schwägerin heiraten, wenn der Bruder hat sie geschieden. Aber wenn Gott hat ihm gekündigt, wenn sie seine Witwe, nur viele Frauen wünschen sich, anstatt geschieden zu sein, Witwe zu werden. Es ist viel leichter und viel netter und ein netter Kompromiss von Gott, die nicht so viel gesund brennt. Und was? 100%. Ich weiß es. Also das ist, und deshalb, was ist der Gesetz? Wenn der Bruder ist Single, muss er gehen in die Schuhe von seinem Bruder und in dem Moment, wenn er seine Samen spuckt in die Schwägerin, kommt sein toter Bruder, sein Name wird hervorgerufen zu der Nachgekommenen. Das heißt, der Kind, der kommt von seiner Schwägerin, das ist die Seele von seinem verstorbenen Bruder. Steht in Torah, nicht jetzt Wiedergeburt, nicht jetzt andere Ideen von Buddhismus oder nette Methoden, die gibt es in dieser Welt von Rekarnation und Wiedergeburt. In Torah, nicht jetzt Kabbalah oder Mystika. Die Torah sagt, Wort bei Wort, in Abschnitt Kiteize, im 5. Buch Moses, dass die Seele der verstorbenen Bruder kommt in das Frau, die Schwägerin, die Witwe. Schluss. Jetzt gehen wir zu der ersten Person, Elimelech. Elimelech war ein reicher Mann, der hat gewohnt wo? In Bethlehem. Was gibt es in Bethlehem? Lechem, Brot. Aber es war Hungernot. Und es gibt drei Gründe, wo man darf Lande Israel verlassen. Welche drei Gründe? Alter.
Arbeit? Hunger. Arbeit, Hunger, Geld, dasselbe Mischproche. Wer? Frau? Oder? Studieren. Okay, das sind die drei Sachen, die man darf Israel verlassen. Ich will das Studieren vielleicht setzen in Parnasse und sagen auch gesundliche Gründe. Luft, was weiß ich, Berge, Asthma, keine Ahnung. Wenn einer braucht irgendeine Therme in Kroatien, dann darf er Israel verlassen und diesen Therme besuchen. Sehr gut, warum nicht? Also das sind die drei Gründe. Elimelech hat einen Fehler gemacht. Er war nicht hungrig. Er war nur nicht geduldig zu allen Schnorrers. Schnorrers sind Menschen, die klopfen bei dir die ganze Zeit und etwas wollen. Was macht ein Mensch, wenn kommen zu ihm Schnorrers? Es gibt manche Leute, die lassen nicht die Schnorrers dran. Es gibt manche, die geben jeden Kleinigkeit. Und es gibt manche, die werden sogar aggressiv. Wenn einer kommt und tretet ihre private Sphäre, sie werden aggressiv. Elimelech hat versucht, eine neue Methode, wegzulaufen. Wegzulaufen. Es gibt auch heute, am Purim, gibt es ein Gebot, Mishloach Manot zu schenken. Das Nachbarn schenken einer dem anderen Essen. Und wenn jemand wohnt in einem Haus, wo wohnen dort 24 Nachbarn, und alle kommen zu ihm an Purim und jeder bringt was und er muss tauschen. Es gibt manche Leute, was machen sie Purim? Sie fahren jemanden zu besuchen. Also, wir sind nicht zu Hause, wir sind abgereist. Abreisen, weglaufen von Handlung, ist sehr schlimm im Judentum. Handlung am Ort ist immer besser, egal welche. Weglaufen von der Handlung, das ist das, was Gott will nicht. Weil in dem Moment, wenn du bist am Ort beim Handeln, egal wo du handelst, du wirst wachsen. Du handelst gut, kein Problem. Du handelst nicht gut, du wirst dich verbessern. Wenn die Menschen dir zu nahe treten und ärgern dich, liegt das an dir. Also wenn jemand ärgert mich, liegt das nicht an ihm. Der Botschaft der Sender liegt an dem Empfänger. Also wenn ich bin außer Konzept wegen jemand, liegt das nicht an ihm. Er war nur der Auslöser. Aber in dem Moment, wo einer läuft weg, was macht er? Gar nicht. Weglaufen ist das Allerschlimmste. Und Sie wissen meine Meinung. Eine von den größten Problemen heute hier in der Welt, Menschen laufen weg. Sie hauen ab. Lösch mich bitte weg von deinem Handy. Cut! Sie gehen weg. Die gehen weg. Du kannst nicht mehr melden bei den Menschen. Das ist eine beschugene, komische, verrückte Welt. Wenn Menschen können nicht in Beziehungen oder in Freundschaft oder in egal wie miteinander kommunizieren, sie lassen einen Zettel und laufen weg oder bringen ihr Leben um oder wie auch immer. Von wo kommt das? Von einem Fehler. Der Erste, der hat das gemacht und Gott hat ihn bestraft, war Elimelech. Weglaufen von Situation ist schlimm. Warum? Weil wenn eine schwangere Frau hat Venen, hilft das nicht, dass sie läuft auf die Berge. Warum hilft nicht, dass sie läuft auf die Berge? Weil sie ist trotzdem schwanger. Die Problem bringt sie mit ihr überall. Und wie oft gibt es Menschen, die sagen, glaub mir, ich hätte alles jetzt hier gelassen und genommen irgendeine Butke oben auf die Himalaya und dort mein Rest auf mein Leben leben. In dem Moment, wo du hast solche Signale, denk über Elimelech. So eine Weglaufen beendet mit Tod. Weil Leben bringt mit sich positive Sachen und Leben bringt mit sich Ärger. Unnette Sachen, Sachen, die man sich arbeiten muss. Also Elimelech heißt Elai Melech, ich bin der König. Und der König macht, was er will. Und deshalb ist er weggelaufen von Bethlehem nach Moab und er war der Erste, der gestorben. Und was haben wir gesagt? Gott bestraft nicht der Körper. Gott beginnt immer mit Geld, mit Schaden. Kritzer von Auto, Waschmaschine, Kleinigkeiten, Teller kaputt, das sind die ersten Signale von Gott. Zweite Signale sind auf die Kleider. Kleider zerrissen, kaputt, zerquetscht, Schmutz, andere in Waschmaschine. Hast du aus Versehen gelegt eine andere Farbe und es hat die ganze Waschmaschine. Es ist kein Zufall, es ist ein Signal für etwas, das man korrigieren muss. Später kommt der Körper. Der Körper macht Gott zuletzt.
Und das Elimelech war derjenige, der bekommen die Strafe. Und die Familie soll verstehen. Aber die Familie hat nicht kapiert. Und es war noch schlimmer. Solange Papa war zu Hause, was ist Papa? Papa ist eine Person, der seine Autorität, sein Wegzeiger, man will ihn nicht beleidigen. Kinder wollen irgendwie den Papa rechtfertigen. Und in dem Moment, wo Elimelech ist weg, haben sie gleich geheiratet Frauen, Ruth und Orpa. Die beide waren Moabiten. Der Junge hat geheiratet vor der Ältere. Und in dem Moment, wo die Jüngere hat geheiratet vor der Ältere hat gesagt, was ist mit mir? Der will auch heiraten. Gut. Wie heißen die beide? Machlon und Kilion. Kilion kommt von dem Wort Klaya, Ende. Ende, Klaya. Finito la Commedia. Deshalb Kilion ist gestorben und von Kilion ist nichts geblieben, weil Kilion war der Mann von wem? Von Orpa, sehr gut. Und in dem Moment, wo von Orpa ist nichts geblieben, auch ist nichts geblieben von Kilion. Der zweite, Machlon, Machlon hat zwei Bedeutungen. Eins, Machlon heißt, hier ist ein Fenster, Chalon ist ein Fenster, Windows, gibt es noch einen Weg. Aber Machlon heißt auch eine Krankheit, Machala. Und das ist eine kranke Fenster. Und wer war die Frau von Machlon? Ruth. Aber wir gehen, ich will beenden nur Kilion und Orpa. Orpa kommt von dem Wort Oref. Das ist Oref, wie nennt man das? Nacken. Nacken. Was macht man mit dem Nacken? Den Kopf. Man hält den Kopf. Wenn du zeigst jemandem den Nacken, was zeigst du ihm? Was? Sei gesund. Nacken, Nacken zeigen bedeutet anderer Weg. Wenn Menschen zeigen Gesicht, dann zeigen sie Freundschaft. Wie sagt man Freundschaft? Heute haben wir in Internet, man fragt, ob du willst Freundschaft werden. Man stellt dir eine Einfrage. Wie sagt man in Ivrit, ich bitte dich ein Freundschaft? Chaverut. Chaverut. Was ist Chaverut? Chaverut bedeutet, ich will dein Freund werden. Orpa bedeutet, Nacken, Abstand und weggehen. Jetzt, Kilion und Orpa sind sehr ähnlich zum Schwiegervater Elimelech. Ihr seht schon, die drei passen sehr gut zu Elimelech. Elimelech zeigt Nacken zu seinem Volk in Bethlehem. Kilion ist der Erste, der hat gezeigt den Nacken zu seinem Glaube und geheiratet eine Moabitin und gezeigt Nacken seinen älteren Bruder, der geheiratet vor ihm. Und hier will ich auch eine klare Aussage sagen. Ein Mädel darf heiraten von einem älteren Bruder. Ein Bruder, ein jüngerer Bruder, es ist verboten, soll er heiraten von einem älteren Bruder. Ohne seine Erlaubnis und ohne seine Genehmigung. Und der Lubavitcher Rebbe hat gesagt sogar, wenn ein jüngerer Bruder will heiraten bei mir, meine Schwester, ich bin der Erstgeborene. Meine Schwester ist jünger, aber sie ist früher geheiratet, Gesundheit. Frau vor einer Junge ist kein Problem. Frau soll heiraten früher, sehr gut. Hat sie gefunden, ein Mann, Gott sei Dank. Ein Mann kann warten. Frau so schnell heiraten. Es ist nicht gut, dass der Mond bleibt zu viel bei Nacht draußen. Also die Levone soll geheiligt sein. Schnell. Aber wenn es gibt einen Bruder, einen älteren, der jüngere Bruder darf nicht heiraten vor der älteren Bruder. Und hier hat Kilion geheiratet vor Machlon. Es war ein Fehler. Was hat er gezeigt? Sein Bruder, es ist mir egal. Du bist ein älterer Bruder, du träumst, du schläfst, ich will schon heiraten. Und er hat geheiratet, die Orpa. Jeder geht heiraten, das was ihm passt. Nicht umsonst, sagen unsere Weisen, einmal ist gekommen nach Babylon ein neuer Vogel. Dieser Vogel heißt Star. Star, Sarsir. Ein Star. Und die Weisen haben nicht gewusst, ob Star ist koscher oder nicht. Weil alle Merkmale sind gut. Er ist nicht Raubvogel, er hat einen extra Finger, der hat einen Kopf, der hat einen Magen, die geschält. Sie haben nicht gewusst. Sagen unsere Weisen,
Merkmale ist noch nichts. Lass uns sehen, mit wem befreundet er sich. Und dann hat man gesehen, dass der Star hat eine starke Symbiose und Freundschaft mit der Rabbe. Und sie haben gesagt, wenn der Star ist ein Freund von dem Rabbe, koscher ist er nicht. Und deshalb, Kilion hat geheiratet die Orpa und da haben wir drei Leute, die zeigen Nacken. Elimelech zeigt Nacken dem Volk. Kilion zeigt Nacken zu seinem Bruder, der heiratet vorher. Ich habe noch nicht beendet, wenn ein jüngerer Bruder will heiraten vor der Ältere, soll die Ältere legen die Summe von der Hochzeit von der Jüngere, genauso für die Ältere. Und dann ist es kein Problem. Weil der Bruder, der Ältere, soll nicht denken, die ganzen Vermögen von Vater und Mutter ist schon weg auf den jüngeren Bruder und er wird sein neidisch. Das ist die Lösung von der Lubavitcher Rebbe, apropos. Und Orpa, am Anfang hat sie gezeigt, sie will mit Naomi gehen, aber zum Schluss, wenn Naomi hat ihr gesagt, die Wahrheit, hör mal zu, ich bin alt. Was suchst du mit deiner älteren Frau? Was willst du, meine Pflegerin sein in Altenheim? Also ich brauche dich nicht jetzt, deine Moabitin Pflegerin. Ich komme zurecht, denn die Orpa hat sie geküsst und die sind weg. Also das sind die drei Leute. Elimelech heißt zu mir König, Kilion bedeutet Ende, Kleia und Orpa bedeutet Nacken. Oref, harte. Wenn ein Mensch sieht sich selbst, kriegt er einen harten Nacken oder er muss sich selbst zeigen. Nacken zeigt auf ein starkes Ego und ein Hals ist eine flexible Sache. Nacken ist, die ganzen Stress von dem Mensch kommt auf dem Nacken. Einer von den Gründen, warum Schwein ist nicht koscher, weil der Schwein, er hat keinen Hals zu drehen, der hat nur Nacken. Der ist nur mit sich verbunden und er sieht nur sein Leben. Wenn einer hat einen Hals, kann er noch drehen und gucken noch ein anderer Mensch. Wenn einer ist mit sich verbunden, zeigt er die anderen nur Nacken, er ist stur, er ist nur in sich, er sieht nur seine Perspektive und er sagt sehr oft, das tut mir leid, das sind die Regeln, es geht einfach nur so. Er ist zielbewusst nur auf sein Leben, der guckt nicht jetzt rechts und links. Das ist Orpa. Okay, diese drei ist klar. Gehen wir weiter. Gehen wir jetzt zu der anderen Seite. Zu der bisschen positive Seite. Wie heißen die anderen drei Spieler? Naomi, Ruth und Mahlon. Moment mit Boaz. Boaz ist noch nicht im Spiel. Wir nehmen jetzt die Hauptspieler. Gut, gehen wir weiter. Wir gehen zuerst zu Naomi. Naomi kommt von dem Wort Naim. Naim. Naim bedeutet angenehm. Wie heißt du? Shlomo. Was sagt der andere? Naim Meod. Was ist Naim Meod? Sehr angenehm. Sehr angenehm, sie kennenzulernen. Naim Meod. Naomi, in ihren alle Gespräche spricht sie die ganze Zeit über zwei Sachen. Angenehm und gut. Angenehm und gut. Sie sagt zum Beispiel zu Ruth, du sollst finden einen guten Mann, um deine Ruhe zu finden und angenehm und soll dir auch gut sein. Weil ohne Mann zu sein ist nicht schön. Es ist nicht so angenehm. Aber wenn der Mann ist schlecht, es ist angenehm, dass man geheiratet, aber es ist nicht gut. Denn die Frage ist, was willst du, angenehm oder gut? Manche Leute sagen, alleine ist mir ganz angenehm und ganz gut. Ich brauche nicht jetzt noch einen Schlechter bei mir. Naomi sorgt die ganze Zeit, soll der anderen angenehm sein, auch wenn es nicht so gut. Sie begleitet ihren Mann nach Moab, weil er will. Angenehm. Angenehme Frau. Angenehme Frau bedeutet flexibel. Macht mir das, was ihr Mann will. Kann man nichts machen. Ich werde nicht vergessen, in Flughafen, in einer Stadt in Vietnam haben wir getroffen einen israelischen Ehepaar. Er ist irgendeine Botschafterin in China. Und Hani hat gefragt, die Frau, bist du glücklich in diesem Job? Sagt sie, es ist mir angenehm, dass mein Mann ist glücklich. Also wenn der Mann hat Karriere und er hat so eine Diplomatstelle in China, sie ist sehr, sehr angenehm. Nun, Naomi ist ein Symbol für eine Frau, die will immer angenehm sein. Auch wenn die Kinder bringen nach Hause Frauen, die nicht ganz nach dem Geschmack
von Naomi. Vielleicht nicht gute Frauen, aber sie war angenehm zu denen. Und hier beginnt die schöne Geschichte. Die Überzeugung von Ruth, wo hat sie gesehen, Juden? Noch nie. Sie hat kurze Zeit gehabt nur dem Machlon. Elimelech ist ganz schnell gestorben. Aber sie hat gesehen, eine Schwiegermutter, eine angenehme Frau. Wir haben auch gelernt, dass normalerweise eine Schwiegermutter ist nicht so besonderes lieb zu ihrer Schwiegertochter von ihrem Sohn. Warum? Weil die Mutter hat so ein bisschen ein Gefühl, dass ihre Sohn hat sie genommen, die ganze Liebe, und sie hat gearbeitet so viel, und kommt eine junge Frau und sie sagt ihm, was zu tun. Uninteressant. Dieselbe Sache, was die Mutter sagen ihre Tochter, sie wird nicht sagen ihre Schwiegertochter. Es gab irgendwann eine Comedian in Kfar Chabad, der hat sich so gekleidet als Frau. In der einen Seite saß die Tochter, in der anderen Seite saß die Schwiegertochter. Oh, meine liebe Tochter, wie geht's dir? Oh, liegst du auf dem Couch? Sehr gut. Sehr gut, leg deine Füße hoch. Hoffentlich hast du die Socken runter. Dein Mann hat Pizza gekauft. Sehr, hat er auch sauber gemacht. Sehr gut, hat er die Kinder gewaschen und geleckt. Oh, ich bin stolz auf dich. Glück hast du am Leben. Er geht einkaufen jetzt. Gut. Was? Auch für Schabbat geht er kochen? Wow! Jetzt redet sie mit ihrem Sohn. Was? Liegt sie auf dem Couch? Du hast gebracht Pizza nach Hause. Du kaufst jetzt für Schabbat und kocht. Was macht sie? Liegt am Sterben oder was? Sie ist krank. Du musst sie prüfen. Ich glaube, sie ist nicht gesund. Vielleicht hat sie Monodepression nach dem Geburt. Bestimmt hat sie Monodepression. Ihr müsst einen guten Arzt sofort treffen. Verstehe ich nicht. Selbe Mädelach. Aber das ist deine Tochter. Und das ist deine Schwiegertochter. Blut ist nicht Wasser. Wasser ist Wasser. Und hier kommt eine neue Geschichte. Naomi. Naomi ist ein Symbol für eine angenehme, gute Mutter, eine echte Schwiegermutter. Wenn man sagt das Wort Schwiegermutter, hört man das Wort Schwieger viel dominanter als das Wort Mutter. Naomi war die erste angenehme Mutter, die war auch Schwieger. Das heißt, das Wort Naomi bedeutet angenehm. Warum? Sagen unsere Weisen, ab dem Moment, wo hast du deine Kinder begleitet zum Chuppah, zu heiraten, deine Aufgabe hat sich erledigt. Misch nicht jetzt rein und sag, was ist gut und was ist schlecht. Sei so wie Naomi, sei angenehm. Du wirst nur gewinnen. Die alle, die haben noch versucht, irgendwie zu erziehen, der Schwiegersohn oder der Schwiegertochter, haben nur Probleme und Balagan gebracht in ihr Leben. Nur Probleme und Durcheinander. Willst du angenehm leben? Naomi, sei angenehm. Auch wenn es ist nicht gut. Nun, was soll man machen? Es ist meine Aufgabe jetzt, die Welt zu ändern. Die sind erwachsene Kinder. Die sind nicht mehr im Kindergarten, auch nicht mehr in die Schule. Sollen sie leben, ihr Leben nach ihrer Wahrnehmung, nach ihrer Einstellung, nach ihren Prioritäten. Und wenn sie will, jeden Abend Pizza bestellen, soll sie gesund sein, mit den Füßen hoch. Was geht dich an? Was sind deine Nerven? Bist du Nervosität? Geh in Apotheke, nimm Tropfen, homöopathischen, und beruhig dich. Trink einen kalten Soda. Was willst du jetzt von deinen Kindern? Lass sie in Ruhe. Das ist Naomi. Naomi ist eine super Frau, die nicht zum Herzen nimmt die Benehmung von den Kindern. Menschen machen sich das Leben kaputt durch Kritik und andere Lebenseinstellung für die Kinder. Und ich sage euch etwas ganz offen. Die Welt geht weiter ohne euch. Ein Tag ihr seid nicht da und sie bleiben. Und die Frage ist, welche Erinnerung bleibt? Die Erinnerung von Naomi oder die Erinnerung von Elimelech? Wollt ihr die Erinnerung von Naomi? Sei so wie Naomi. Wollt ihr die Erinnerung von Elimelech? Steht geschrieben, Vayamot ish Naomi. In dem Moment, wo ist er gestorben, man nennt ihn nicht mehr Elimelech, man nennt ihn der Mann von Naomi. Also Naomi ist die Hauptsache. Vayamot Elimelech ish Naomi. Also es ist, seine große Persönlichkeit ist, das heißt, der Mann von Naomi. Normalerweise, was sagt man? Elimelech ist gestorben. Weißt du, wer ist Elimelech?
Elimelech, man redet über ihn, man sagt nicht, wer ist seine Frau. Wie nennt denn die Megillah, Vayomot Elimelech, wer ist Naomi? Ist er gar nicht. Was ist er? Der Mann von Naomi. Das ist eine große Gedille. Das ist eine große Besonderheit. Und jetzt gehen wir zu dem Hauptperson von dieser Megillah, Ruth. Ruth ist eine tolle, wohltätige Frau. Eine gütige, eine bescheidene, eine mutige, eine zielbewusste und eine Frau, die will für ewig bleiben in die Geschichte. Und Ruth hat geschafft, dass mehr als 3000 Jahre danach hat sie geschafft, ein Urenkelkind, der heißt David. Und man will am Shavuot sagen, die ganze Welt, sollst wissen, auch wenn deine Urgroßmutter war eine Nicht-Judin, aber sie hat sich richtig geworden und ihren Weg gesucht und zum Judentum eingeschlossen, von ihrem Urenkelkind kommt König David, David Amelech, der größte König aller Zeiten. Von wem? Vom Ruth. Und weil Leute haben gezweifelt auf David, dass er ist ein unehrlicher Kind und sein Stammbaum ist nicht so besonders heilig. Man will zeigen, wer ist eine heilige Urgroßmutter Ruth. Was für ein Typ war sie? Wie hat sie ihr Leben geopfert für ihre Schwiegermutter und für ihr Volk? Ruth in die Buchstaben, in die Gematrie. Taf ist 400. Reish ist 200. Und Wav ist 6. Wie viel ist zusammen? 200, 400 und 6? 606. 606. Wie viele Gebote haben die universelle Welt? 606. Nein, die Welt. Bnei Noach. 7. 7. Also 7 Gebote hat schon Ruth gehabt als Tochter von Noach. Die ganze Welt haben 7 Gebote. 7 Gebote plus 606, wie viel ist das? 613. Warum heißt Ruth Ruth? Weil die 7 Gebote von früher hat sie schon gehabt. Jetzt, wenn ihr Name Ruth kommt mit Chaverut, mit Reut, mit Jedidut, mit allen Sachen, was Ruth hat gebracht zu unserem Volk, sie hat gezeigt, was bedeutet Freundschaft. Freundschaft bedeutet, wo du gehst, geh ich mit. Wo du schläfst, schlaf ich mit. Wo du sterbst, sterbe ich mit. Wir werden nie trennen, egal was passiert. Als er geheiratet vor ein paar Jahren irgendeine holländische Königin oder so eine Prinzessin, es war irgendein Geistiger, der wollte eine Predigt halten bei der Hochzeit und ich fand das so süß, dass er bei der Hochzeit zitiert von Ruth diese Sprüche. Wo du gehst, geh ich. Wo du sterbst, sterbe ich. Nur das Tod wird zwischen uns trennen. Von wem kommt das? Von Ruth. Guck mal, was für eine Wörter. Nur der Tod kann uns trennen. Was für eine bedingungslose Liebe. Wo findet man solche Sachen, solchen Parallele in dieser Welt? Guck mal, was für eine besondere Jedidut. Was für eine besondere Chaverut. Was ist Chaverut? Chaverut bedeutet eine Freundschaft, die wird nie auseinander. Und das ist Ruth. Okay. Jetzt gehen wir zu der nächsten Person in die Megillah. Wie heißt er? Sie wollte heiraten. Mit wem? Boaz. Mit Boaz. Warum wollte sie mit Boaz? Wer wollte sie nicht nehmen? Ploni Almoni. Was heißt das? In die Hierarchie, wer muss heiraten zuerst? Zuerst muss ein Onkel. Nicht ein Cousin sozusagen. Aber auch Boaz ist eine Verwandte. Und in dem Moment, wo Ploni Almoni wollte nicht heiraten, dann Boaz ist gekommen. Was heißt Boaz? Boaz bedeutet, in ihm ist eine mutige Kühnheit. Was ist Az? Az, wir sagen immer in die Gebete und auch morgen beim Schacharit, Heve Az Kanamer, sei ein Kühnheit. Weißt du, was ist Kühnheit? Kühnheit ist wie ein Leopard. Wie ein Leopard. Namer. Wie kommt ein Leopard zu der Welt? Weißt du? Erzähle ich euch. Wie heißt die Frau von dem Löwen? Löwin? Wenn die Löwin ist im Wald, in ein ganz grünes Wald, wo man sieht nicht, und sie ist unter dem
Busch und sie brüllt, weil sie ist jetzt in Zeit, nein, noch nicht weinen. Wenn sie ist heiß, ja. Wenn ihre Temperatur kocht und sie braucht Paarungszeit und es gibt keine Löwe in der Gegend, kommt ein Wildschwein und der Wildschwein ist so mutig und er kommt und er tanzt auf die Löwen und von dem kommt ein Leopard. So kommt ein Leopard zu der Welt. Das, jetzt versteht ihr, was für eine Chuzpe, was für eine Frechheit. Also, ein Wildschwein. Ich mache mit euch Scherzen, sonst kennst du mich. Ich erzähle euch Scherze. Soll ich euch Scherze machen über die Paarung vom Löwin und Wildschwein? Ihr sollt das prüfen, später zu Hause. Ich erzähle euch Sachen, was schreibt Rabbi Ovadia mi Bartanura. Er schreibt das in die Mishnayot. In dem Satz, er wäre als Kanamer. Er schreibt, so kommt ein Leopard zu dieser Welt. Ich rede nicht jetzt dem nächsten Leopard. Der nächste Leopard kommt von Leopard und Leopardin. Aber von allerersten, so ist gekommen, dem ersten Leopard. Jetzt, was ist ein Leopard? Leopard ist eine Fresche. Normalerweise alle Tiere oder alle Menschen sind bereit zu kämpfen gegen einen Mensch in ihre Maß, in ihre Stärke. Ein kleiner Wolf wird nicht jetzt attackieren. Nein, nicht Elefant, mit so Einhorn. Nashorn. 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 Gut, Hippopotam. Hippopotam gibt's? Hippopotamus. Okay. Ein Wolf wird nicht attackieren ein Hippopotamus. Aber ein Leopard? Chutzpe, fresh. Ein Kleinschicke wird auf einen riesigen Giraffe wird er gehen. Warum? Weil er ist fresh. Der hat kein Problem zu machen Sachen über seine Natur, über seine Kräfte. Jetzt guck mal, ich weiß nicht, ob ihr habt bemerkt, wer ist Boas? Von wem stammt er? Und das wollte ich euch sagen und dann werdet ihr alles verstehen. Guck mal, der Papa von diesen mutigen Menschen, von Elimelech, von Shalmon, von Ploni Almoni, der heißt Nachshon. Erinnert ihr noch den Nachshon? Ja. Was ist er? Das war der Erste, der in Schilfen gegangen ist. Als das jüdische Volk sind raus von Ägypten, alle haben bekommen kalte Füße. Nachshon war ein Mann mit 80 Jahren, der hat ins Wasser gesprungen und danach hat sich der Meer geteilt. Wissen Sie, wie alt war Boas? War auch schon alt. 80. Auch 80. Und wollen Sie noch ein Geheimnis hören? Nach dem Abend mit Ruth, an dem Goren, dem ganzen Nacht, was ist passiert am nächsten Morgen? Ist er gestorben. Er war bereit, eine Nacht über seine Kräfte zu werden, Kühnheit, Chutzpe, genau, und von so einer Boas, von so einer besonderen, mutigen Kühnheit Mensch, kommt später so ein David, der bereit zu kämpfen gegen Goliath. David, ein kleines Kind, kann kämpfen gegen Goliath? Was kann er kämpfen gegen Goliath? Was hat er zu kämpfen gegen Goliath? Ja, weil Goliath ist der Sohn von wem? Von Orpa. Die Nachkommen von Orpa. Und David ist der Nachkommen von Ruth. Und bis heute, es gibt Nachkommen von Ruth und Nachkommen von Orpa. Gott soll helfen, dass jeden Mensch, der will sein Leben wirklich stabilisieren, soll er beginnen, in dem Vornamen sich zu nennen und auch dem anderen. Nicht nur Familiennamen. Als ich kam nach Deutschland, hat man mich gefragt, wie heißt du? Habe ich gesagt, Schlomo. Und dann kam meine Frau zum Altenheim und hat man sie genannt Frau Schlomo. Und dann hat sie gesagt, ich bin nicht Frau Schlomo, ich heiße Chani. Und sie heißt Chani. Und ich nutze sehr wenig meinen Namen Raskin. Weil Familiennamen ist unwichtig. Und ein Beweis, jede Frau, die heiratet, verliert ihre Familiennamen. Und auch wenn diese Frau ist ganz mutig, wie Boas, und sie will behalten ihre Mädchenname. Das ist nicht ihre Mädchenname, das ist Name von ihrem Papa.
und nicht Namen von ihrer Mama. Denn wenn du gibst schon eine Ehre Papa, dann gibst schon deinen Mann. Warum deine Papa? Wäre es der Namen von deiner Mutter, von ihrer, okay, kann ich verstehen. Aber auch die Frauen, die das tun, was tust du das? Wem gibst du? Weitere Männer die Ehre? Entweder oder. Deshalb versuch als Aufgabe auch, den Namen zu erwähnen, den Namen zu betonen. Und wenn ihr ruft Familie oder Freunde oder wie auch immer, wenn man betet, sagt man auch den Namen zu Gott. Warum? Weil der Name erweckt neue Rohre, neue Kanäle. Und deshalb den Vorname Gott behüte, Gott bewahre zu ändern. Behalt diesen Namen bis 120. Nur wenn Chas v'Shalom jemand liegt am Sterben, schlechtes Schicksal, und man glaubt, man kann Namen ändern, das ist möglich. Aber auch dann muss man auch beraten. Weil Namen hat eine riesigen Kraft. Und wenn man will, jemand Energie senden, schenken, in dem Moment, wo man sagt dem Namen, schon gibt man ihm Kräfte. Das wir haben schon heute gesagt, die Wörter Elimelech, Orpa, Kilion, Noomi, Ruth, Machlon, Boaz, David Amelech. Wenn du sagst das Wort David, weißt du, dass du in dieser Welt, in dem oberen Licht, baust eine Welt, die du nicht siehst. Du baust eine Welt, und diese Welt steht dir zu und sie existiert. Du siehst das nicht, aber es gibt in dieser Welt eine Zchut Avot, eine Verlang, dass wir Nachkommen kriegen von unseren Ahnen, von denjenigen, die haben sich noch beim Namen genannt. Darum ist es auch wichtig, zu den nachkommenden Generationen zu nennen bei dem Namen. Ich danke euch für das Zuhören.